Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zu DirectBroker Morgen, Ihrem persönlichen Markt aus und Rückblick. Heute ist Donnerstag, der 18.08.2016, und diese Ausgabe wird Ihnen natürlich von DirectBroker-FX präsentiert. Wir blicken auf einen DAX, der heute etwas höher eröffnet. Gestern ja im Anschluss nochmal vielleicht dazu die Erholung nach dem Abverkauf. Der Tag war ja zweigeteilt hier nach dem Abverkauf von rund 10.630. Wanderte er auf 10.515 und erholte sich dann im Verlaufe der Nachmittagssession, wo dann die US-Indizes hinzukamen. Und heute knüpften wir eben da kurz an, testeten fast das gestrige Ausbruchsniveau hier bei 10.630, das ja nicht nur auf dem M5-Chart relevant ist, sondern hier auch auf dem M15 bzw. M30-Chart. Und die gegenwärtige Lage hat sich Übergeordnet natürlich nicht verändert. Wir haben weiterhin ein übergeordnetes fünfwelliges abgeschlossenes Marktmuster, das durchaus hier immer noch auf eine Korrektur hindeutet, auf eine dreiwellige Korrektur nach unten in den Bereich von 10.430 Punkten. Gegenwärtig würde ich hier keine Long-Position und werde keine Long Position suchen. Long, oder beziehungsweise wann ist der Markt long? Also unabhängig davon, dass wir hier die fünfte Welle beendet haben, ähm, sind noch viele Widerstände, die der Markt erstmal nach oben hin aushebeln muss. Allen voran natürlich hier diese, Seit, diese breite Seitwärtsphase, die er da verlassen hat und natürlich diese kleine hier oben. Das war ja auch nochmal der Punkt, das Ding hier. Na, wir hatten den Ausbruch. Über diesen Widerstand 10.740, Markt bricht long aus, wird kassiert, sofort das Teil ein, macht hier auch noch so eine Art bärisches Dreieck rein, bricht das Dreieck short, Test der unteren Range, Test der oberen Range, Test der unteren Range, Durchbruch. So, und dieses Durchbruchsignal hatten wir ja schon gestern oder vorgestern, auch schon letzte Woche angesprochen und jetzt ist er eben unter diesen Bereich gefallen, was erstmal negativ ist. Falls er nochmal ansteigen sollte, ähm, wären hier eher Short-Positionen zu suchen. Äh, ich bin selbst Short-Positioniert bei 10.620. Ähm, mein Stop liegt gegenwärtig bei 10.740. Ähm, wir werden schauen, wenn er hier nochmal ein Zwischen, wenn er dieses Zwischentief durchbricht, das hier unten. Wenn es unter die 10.560 geht, ziehe ich den Stop-Loss dann sukzessive nach. Aber alles in allem befinden wir uns hier immer noch in einem Short-Umfeld. Ich bin hier nicht bereit zu kaufen. Kaufen, wie gesagt, kann ich auch später. Eventuell sogar, wenn der Markt kippen sollte über 10.650, könnte man auch den Stop schon fast enger setzen. Aber Minimum sollte eigentlich 10.710 sein. Um, und äh, die Entscheidung ist halt eben, wenn er hier dieses Marktbild kippt über 10.640, dann könnte es nochmal schnell in Richtung 10.7 gehen. Aber solange er hier jetzt erstmal darunter pendelt, ist eine durchaus äh, noch keine Entscheidung gefallen. Also nächstes Momentum auf dem, auf dem kurzfristigen Chart heute, wenn er hier unter die 10.560 geht. Aktuell eiert er jetzt rum nämlich an dieser Unterstützung, an dieser breiten Unterstützungszone und von oben gedeckelt durch die 10.630. Ja, da, daher in dieser Zone ist der Markt momentan hier, machen wir da mal eine andere Farbe, short, aber eben seitwärts konsolidierend. Ja, das sind so die nächsten größeren Handelsblöcke nach oben und nach unten in diesem Bereich. Das zum Thema DAX. Gut, äh, Dow Jones, wenn überhaupt short unter 18.456, da mache ich momentan nichts. Ähm, Eurostox ist gegenwärtig short. Werte hier auch fünffälliges marktmuster tages ema 200 abpraller also das ist alles nichts was jetzt für mich long relevant ist S&P 500 long wenn überhaupt erst ab 9 hochs short ist äh, durchaus äh, riskant wir haben hier eine durchbruchsmöglichkeit von 2167 dann in richtung der h4 ema 200 2156 Zwölf Punkte, nicht die Welt, aber die US-Indizes sind eh äh, deutlicher Outperformer, also äh, hervorstechender Outperformer. Daher keine Shorts in den US-Indizes, ähm, kann man machen in, in speziellen Fällen, wenn, wenn, wenn da wirklich schöne Durchbrüche entstehen, aber ich bleibe da eher beim DAX heute. Und bin da erstmal momentan eher Short eingestellt. Gut, britisch von US-Dollar, hier schön durchgebrochen. Markt ist gekippt. Wenn er jetzt hier nochmal zurückkommt, wäre auch der Markt zu kaufen. Wir haben vor allem auf dem H1-Chart, sieht man das hier, diese Hochs jetzt ausgehebelt. Und damit sollte das britische Fund sich deutlich zeigen. Keine Shorts, auch im Euro-US-Dollar. Wo haben wir den? Der ist ja ausgebrochen. Platz ist bis äh, 1,14,14. 14. Aus der Korrektur heraus wäre hier nochmal ein Einstieg bei 1,12,16. Ansonsten ähm, wäre auch nochmal Euro-Britisch-Pfund in der Korrektur interessant. Das liegt hier bei, auf dem H4-Chart bei 0,85,37. Ein Blick auf Gold. Gold seitwärts konsolidierend. Wir haben hier immer noch erstmal den bullischen Markt. Ein Ausbruchsmuster ist also eher in Long-Richtung zu erwarten. Diesen Ausbruch muss er erstmal tätigen und daher Long erst ab 1380 US-Dollar pro Fine. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Good trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.